Was geht ab, Ladies and Gentlemen? Es ist endlich soweit, wir bekommen die Shiny Galarvögel in Pokémon Schwert und Schild mit einem Event, meine Damen und Herren. Hierfür wurde auf dem japanischen Pokémon YouTube-Kanal auch ein kleiner Trailer veröffentlicht, der dieses Event sozusagen ankündigt und euch auch sagt, was wir denn machen müssen, um diese drei Pokémon zu bekommen. Dann schauen wir doch mal kurz rein. So. Also Anlass sind anscheinend diese Japan Championships. Und das sind die relevanten Daten, aber schauen wir uns mal gleich eine englische Zusammenfassung an. Genau, und hier sind die Shiny Galar-Vögel. Ich finde, die sehen alle drei echt geil aus. Und das Interessante bei denen ist ja, dass deren Shiny-Form die Originalfarben der Kanto-Vögel beinhaltet, ne? Okay, ab hier ist irgendwas anderes. Falls euch der ganze Trailer interessieren sollte, schaut in die Beschreibung, dort verlinke ich den einfach. Aber was müssen wir denn jetzt machen, um diese drei Pokémon zu bekommen? Alright, ich habe jetzt mal einfach Serapi aufgemacht, weil dort alles eigentlich ziemlich gut zusammengefasst ist. Also das Event an sich sind drei Online-Turniere, ja? Für jedes Online-Turnier bekommt ihr als Eintrittspreis sozusagen jeweils ein Pokémon. Erstes Turnier geht los am 18. Februar bis zum 20. Februar und ihr müsst euch im Zeitraum zwischen dem 3. Februar und 17. Februar hier anmelden. Ja, ihr müsst euch dort anmelden und dann zwischen dem 18. und 20. Februar drei Kämpfe machen. Ja, erst dann bekommt ihr Shiny Galar Arctos als Reward sozusagen. Danach geht es weiter mit Shiny Galar Zapdos. Dort müsst ihr euch anmelden zwischen dem 24. Februar und dem 10. März. Ich zeige euch auch gleich, wie ihr das machen könnt. Und dann zwischen dem 11. März und 13. März ebenfalls drei Kämpfe absolvieren in diesem Turnier. Zu guter Letzt haben wir noch Shiny Galar Lavados. Hierfür müsst ihr euch an einem Online-Turnier anmelden zwischen dem 31. März und 14. April. Und dann, wenn das Turnier losgeht, am 15. April bis 17. April ebenfalls drei Kämpfe machen. Und was es mit diesen Japan Championships auf sich hat, ist für uns eigentlich total irrelevant. Spieler aus Japan, die sich anmelden und gut abschneiden, können sich sozusagen einen Platz in der japanischen Pokémon-Meisterschaft sichern. So. Ich packe euch die relevanten Daten auch nochmal in die Beschreibung. Ja, müsst ihr euch nicht merken. Aber jetzt zeige ich euch erstmal, was wir denn machen müssen, um uns für ein Turnier anzumelden. Alright, wir sind zurück auf Pokémon Schwert und Schild. Wir brauchen auf jeden Fall Nintendo Switch Online. Wenn wir das alles haben, gehen wir ins Menü. Dann Versus. Dann Kampfstadion. Dann Online-Turnier. Und nach offiziellen Turnieren suchen. Müsste gerade nichts, was? Du hast die Belohnung. Okay, haben wir gemacht. Also, Beispiel Shiny Galar Arctos. Zwischen dem 3. Februar und 17. Februar müssen wir uns anmelden. Sprich, in den Zeitraum hier nach offiziellen Turnieren suchen. Und dann würde es dort erscheinen. Gerade gibt es kein Turnier, weil wir den 14. Januar haben. Aber, ja, so geht es. Und wenn wir uns dann dafür angemeldet haben, drei Kämpfe machen, wenn das Turnier losgeht und... ja, let's go. Falls ihr euch für Competitive Pokémon interessiert, ich nehme ja an der NPBL teil. Das ist eine Draft-Liga, wo wir gegen 11 andere Pokémon-YouTuber antreten im VGC-Format. Dort erscheint am Sonntag meine Kadervorstellung, in der ich euch zeige, welche 12 Pokémon ich uns im Live-Draft zusammengedraftet habe. Ich würde mich dort über jede Unterstützung freuen, dass wir die alle platt machen und... genau, das soll es dann gewesen sein. Sonntag Kadervorstellung. Ich möchte euch nicht länger aufhalten und sage, haut darin. Puff dahin.